Ja, mit diesem Anblick hier begrüße ich euch ganz herzlich von der Main-Spessart-Bahn. Und zwar von dieser Baureihe 155 in diesem sehr, sehr verwitterten Repaint vom lieben Maywald, heißt er, glaube ich. Aus dem Railsim-Forum ist ein Repaint, das es nur so für den PC gibt. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hier so schön mit Moos bewachsen und allem Möglichen. Man kann sich auch noch eine Version aussuchen mit Graffiti, aber das wollte ich nicht. Ich finde, so mit Moos sieht das schon ganz gut aus. Hier haben wir die 155 Lok 237-1. Mal gucken, was wir sonst noch hier so an Anschriften haben an der Seite. DB Schenker Rail AG in Berlin. Wir haben einen gemischten Güterzug und sind hier unterwegs auf der Main-Spessart-Bahn, und zwar mit einem Soundmod vom lieben Beskert aus dem Trainsim Community Forum. Der Link sowohl zur Soundmod als auch zum Repaint gibt es beides in der Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, jetzt rüsten wir erstmal unsere 155 hier auf. Und dazu gehen wir einmal hier nach hinten hin, schalten uns die Lichter an. Einmal dann hier die SIFA machen wir uns an. Die PZB machen wir uns an. Zugart M ist, glaube ich, okay. Stuhl ein bisschen höher hinsetzen. So, dann Zugkraftwaldschalter ein bisschen runter. Bremsen aufsperren. Bremse lösen. Lokbremse aber ein bisschen anziehen. So, und dann Fahrtrichtungswende nach vorne. Genau. Die Spitzensignale einstellen. Das hat auch soweit geklappt. Sehr gut. Dass der hintere Stromabnehmer oben ist, ist, glaube ich, okay soweit. Dann einmal noch die Instrumentenbeleuchtung an. Die Instrumentenbeleuchtung hier an. Fahrschalterbeleuchtung hätte ich auch gerne. So, dann den Kühlungslüfter, den schalte ich gleich an, sobald wir losfahren. Kompressor automatisch, Zugheizung kann auf ausbleiben. Trafo an. Stromversorgung. Führerstandsheizung. Helligkeit ist okay. PZB funktioniert. Spitzensignale machen wir einfach mal hell, weil warum nicht? Okay, dann kontrollieren wir, ob die Handbremse gelöst ist. Das ist der Fall. Dann würde ich sagen, dürfen wir ausfahren. Dazu die Lokbremse lösen. Und langsam Leistung aufschalten. Vergessen, den Kühlungslüfter auch an. So, wir dürfen ausfahren mit 40, befreien uns. Also, was ist mit der Soundmod unterschiedlich? Ist das ein neuer Sound? Nein, ist es nicht. Es ist im Grunde genommen der Sound, den man kannte, als die 155 released wurde. Das bedeutet, man hört den Führerstand sehr gut, hier die Lüfter und alles. Was man nicht mehr hört, sind die Wagen hinten. Denn die hat man, wenn man vorher jetzt mit der 155 gefahren ist, hat man ständig die Wagen rattern hören, was natürlich sehr unrealistisch ist. Und das hört man jetzt zum Beispiel nicht mehr, sondern man hört hier schön wieder die Führerstandssounds. Also lieben Dank an den Basket dafür. Und ja, dann genießen wir jetzt einfach mal die Fahrt. Und das Repaint hier, wie gesagt, aus dem Railsim-Forum. Sieht auch sehr gut aus, gefällt mir. Wir sind ganz normal im Fahrplan heute unterwegs. Es ist 9 Uhr, nee, 7 Uhr irgendwas.
Und wir fahren jetzt entlang des Mains. So, die Leistung wieder runter. Wir dürfen jetzt aber 60 fahren, also Leistung wieder aufschalten. Aha, der Wagen fährt aber echt schnell, gar nicht, der fährt 50. Hey, gut, dass DTG daran gedacht hat, dass die innerorts die Wagen hier nur 50 fahren dürfen. Hat man jetzt ganz gut gesehen. Noch ein bisschen Leistung. Habe ich zu Beginn TSV 2 oder TSV 3 gesagt? Falls ich 2 gesagt habe, natürlich meine ich TSV 3. Gewöhnungssache. So, wir dürfen 100 fahren, tatsächlich. 110 sogar. Dann machen wir das auch. V-Max sind, denke ich mal, 120. Oder ich guck noch mal nach. Wobei ich glaube, die Autotransportwagen lassen eigentlich nur 100 zu. Hier übrigens die Strecke, die wir zum TSW 3 haben, ne? Kassel-Würzburg hier oben. Ja, wir fahren die 120 aus, wenn wir es dürfen. Ruhig mit dem Zugkraftfallschalter noch ein bisschen höher. Also so gefällt mir die 155 vom Sound her wieder deutlich besser. Nur wackelt es irgendwie extrem stark. Ich habe das Gefühl, dass dieses Cap Sway ein bisschen zu stark ist, ne? Moment, das muss ich einmal kurz in den Einstellungen anpassen. War das hier bei allgemein? Nee. Steuerung? Nee. Kameraschwankintensität. Machen wir das mal ein bisschen runter. Das wird jetzt ein bisschen zu viel. Ja, schon deutlich besser. Ein bisschen muss es schwanken, das ist vollkommen okay, aber es war jetzt gerade eben ein bisschen sehr viel. Gucken wir, dass wir nicht das Oberstromlimit, dem Oberstromlimit zu nahe kommen. Ziemlich trübes Wetter. Genau, und wir fahren nach Aschaffenburg. Ich glaube, wir sind ganz selten in die Richtung gefahren, ne? Wir sind immer, oder meistens zumindest von Aschaffenburg kommend hier runtergefahren. Aber ganz selten in die Richtung. Weil das kommt mir gerade alles so ein bisschen neu vor, tatsächlich.
So, wir lassen rollen. Vorsignal ist grün. Geht auch ein bisschen bergab gerade. Da ist, glaube ich, wieder die Kassel-Würzburg-Strecke, ne? Oder? Beziehungsweise das, glaube ich, der Zubringer, ne? So, ab hier dürfen wir 120 dann noch fahren. So. Einmal Leistung aufschalten. Mal schön den Oberstrom im Blick behalten. Je schneller wir fahren, desto mehr Energie brauchen wir, um noch schneller zu werden. Ja. Man kennt das. Ist auch bekannt durch die allgemeine Relativitätstheorie. Okay, 130 braucht uns jetzt nicht weiter zu jucken. Ups. War das dieser sogenannte Twindex? So. 120 sind erreicht. Wir wollen ja jetzt auch nicht die PZB ärgern. Und da kommt auch schon der nächste Zug. Wahnsinn, sind die gerade im Blockabstand unterwegs gewesen. Aber ein langer, langer Autozug. Hier links noch die 204. Sehr schön. Auch schon lange nicht mehr gesehen hier im TSW. Wird auch mal wieder Zeit dafür, oder? Für die 204 hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Okay, Ankündigung auf 100. Und der nächste Zug. Sehr schön, war eine 147 und eine 187 und eine 185 in Doppeltraktion. So. Mehr Leistung aufschalten.
Soundmod und Repaint sind natürlich nur für den PC. So, 100 dürfen wir jetzt fahren. Jetzt erreicht. Und ab 120, wenn unser Zug dran vorbei ist. Was jetzt ungefähr der Fall sein müsste. Und der nächste Zug. Wahnsinn, hier ist ja richtig viel los um die Uhrzeit. Und das ist nur ein Fahrplan. Leistung runter. Leistung wieder ein bisschen rauf. So, Ankündigung auf 100. Warten, bis die Fahrstufen unten sind und bremsen. So, das müsste auch schon gereicht haben. Ja.
Und ab hier sind es 110. Also Leistung rauf. Ah, ich mag wirklich die Loks mit einem Fahrradschalter. Oder wie nennt man die? Fahrsignal ist grün, sehr schön. Ab hier dürfen wir dann 120 jetzt gleich fahren. Die Person am Bahnsteig warnen. Und hoch auf die 120. Da sehen wir, wie das der Oberstrom in die Höhe schießt. Bleiben wir mal bei unter 400 Ampere. Und abschalten. Bisschen Leistung lassen wir aufgeschaltet, weil es bergauf geht. Wollen wir nicht Ärger bekommen vom Fahrdienstleiter? Okay, 120. Das ist kein Problem. Damit können wir leben. Die höchste Fahrstufe 27. Ne, geht noch höher. Wenn ich die Zugkraft-Faltschalter hochsetze. Oh oh. Das hätte ich nicht machen sollen. Na. Ja. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte mich einfach auf die Fahrt konzentrieren sollen. Ah, da ist er, die Zwangsbremsung. Na, bleibst du mal stehen. Ja. Schade. Luftleitung füllt sich.
Bremszylinder leeren sich. Und wir können Leistung aufschalten. Ach, schön auf jeden Fall hier dieses moosbewachsene. Warum ist die Leistung jetzt abgefallen? Schalten wir keine Leistung auf. Befreit. Und jetzt gleich geht's in den Tunnel rein. Bisschen komisch die Texturen hier. Als läge hier Schnee. Aber es liegt am Nebel. Und ab hier dürfen wir 120.
So, wir sehen hier schön, dass wir die E-Bremse nutzen. Ich muss auch keine Leistung aufschalten. Hier ist wirklich... Hier geht es nur noch bergab. Oh, 187. Hallo. Von der LTE. Ich liebe es, dass hier so eine Holzverkleidung ist, ne? Finde ich super. Aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. Ach, die 155 ist eine tolle Lok. Eine ganz, ganz tolle Lok. Also wirklich, obwohl sie so alt ist, ich finde, es gibt kaum eine Lok, die sich so schön fahren lässt wie die 155. Also die auch wirklich so viel Spaß macht, weil man hier einfach so viel machen kann in der Lok. Hier gibt es einfach so viele Hebel und Schalter und Knöpfe und alles Mögliche. So, 146, hallo, hallo. Ordentlich KI-Verkehr auch. Habe ich bei der Main-Spessart-Bahn ehrlich gesagt gar nicht so im Kopf, dass da so viel KI-Verkehr unterwegs war. Ankündigung auf 100. Langsamfahrt zu erwarten. Schön.
Schnell runter auf unter 70. Da gelten dann 60. Jawohl, das passt. Wir befreien uns mal nicht, weil da eh eine Beeinflussung kommt. Ja, also das Signal müssen wir jetzt bestätigen mit PZB wachsam. Dass wir weiterhin langsam Fahrt zu erwarten haben. Und zwar, da sehen wir es dann auch im HUD mit 40. Normalerweise wird das dann hier im Ebola stehen, aber den haben wir ja nicht. Deshalb mal Leistung runter. Und noch ein bisschen einbremsen, dass wir auf die 40 kommen. Bestimmt geht es jetzt gleich hier über eine Weiche irgendwo. Da ist ein bisschen was abgestellt. Da über die Weiche hier geht's. So, das Signal zeigt Fahrt. Mit Langsamfahrt. Also es zeigt Langsamfahrt. So, Leistung runter. Weiterhin sind nur 40 erlaubt. Ist auch ein bisschen was abgestellt. Aha, habe ich noch nie gesehen. In diesem Anschlussgleis hier, schön. Oh, wir sind zu schnell. So, einmal über die Weiche. Und dann sind wir jetzt gleich auch da. Einmal nach rechts hier. Und wir haben halt zu erwarten. Das wird natürlich bestätigt, das Signal. Nur 146 mit Dostos da vorne noch. Noch eine 204. Sehr schön. Das freut mich immer, so ein bisschen anderes Rollmaterial zu sehen als das da. Die guten alten Dostos. Wer liebt sie nicht? Was kommt da noch vorbei? Noch 185 von DB Railion. So, wir müssen gucken, dass wir jetzt gleich anhalten. Doppeltraktion. Da ist der 500 Hertz Magnet. Hallihallo. Oh, Kollege, das war der falsche Stromabnehmer. Na, fahren wir noch ein bisschen nach vorne bis zum Signal. Komm schon. Leistung. Gib mir mehr Leistung. Mehr Energie. Okay, das war zu viel.
das reicht. Und wir bremsen. Jawohl. Dann würde ich sagen, bremsen wir einmal ordentlich rein. Fahrtrichtungsfender in Mittelstellung. Kühlungslüfter aus. Signallichter aus. Stromabnehmer Trennschalter öffnen. Stromabnehmer runter. Achso, machst du nur, wenn der Fahrtrichtungsfender vorne ist, ne? Genau. Jetzt ist er unten. Fahrtrichtungsfender zurück. Instrumentenbeleuchtung aus. Hier die Beleuchtung aus. Nicht auf. Hey! Wo kommst du denn her? Hat sie mich jetzt einfach hier. Ja, okay. Dann gehe ich jetzt. Pff. Mach die Tür doch selbst zu. Oh Gott. Da kommt jemand. Ja, okay. Ich verabschiede mich. Alles Gute. Alles Liebe.